Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Heute meine Lieblingsepisode, denn es ist die 24. Meine Lieblingszahl ist heute am Start und es ist eine Special-Episode, in der einiges Besonderes passieren wird. Und es ist auch die erste nach dem Transfer-Deadline Day und nach dem Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie das alles zustande gekommen ist, schaut bei der letzten vorbei. Der Link, ja, der ist in der Playlist bzw. auf dem Kanal. Könnt ihr auf jeden Fall auschecken, würde ich mich drüber freuen. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz in den Kalender. Geht zunächst einmal simuliert im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach, dann simuliert gegen den VfW Wolfsburg, dann simuliert auswärts gegen Legia Warschau, dann ja, gegen den FC Bayern und nochmal gegen Legia Warschau, diese beiden Spiele gespielt und dann gegen den SC Freiburg und gegen RB Leipzig jeweils simuliert, also ein ganzer Monat, der geschafft wird, auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht und danach wird es eine bestimmte Änderung geben, denn liebe Freunde, das wird fürs Erste erstmal die letzte Episode des BVB Karrieremodus sein. Woran das liegt, ganz einfach, ich bin ja nicht da, ich bin auf Malta bzw. im Urlaub und dementsprechend kann ich nie mehr auf eure Vorschläge eingehen und kann keine Karriere mehr machen, wo ich auf die Kommentare eingehe und wirklich eure Interaktion schätze. Deswegen werde ich eine neue Karriere noch anfangen und zwar eine mit dem AFC Bournemouth wahrscheinlich. Das liegt daran, ich habe eine Abstimmung gemacht auf Twitter und da waren die Ergebnisse bzw. die Abstimmungsmöglichkeiten waren Ingolstadt, dann Granada, Estoril, Praia, Empoli, Guingamp, Bournemouth, Sheffield Wednesday und Nottingham Forest. Momentan, da das nur über Twitter und ein bisschen über Instagram lief, haben wir 22 und 39 noch am 29. Juni und mein Internet lädt hier gerade die Seite nicht. Jetzt haben wir es geladen. Wir haben 159 Votes und Ingolstadt liegt mit knapp 9 Votes vorne. Allerdings habe ich ja bereits 2 Bundesliga-Karrieren gemacht, beziehungsweise 3 mit Bielefeld und dementsprechend möchte ich dieses Mal nochmal eine Premier League-Karriere machen. Ich habe es extra gemacht mit einem etwas kleineren Team, damit wir das hochpushen können und es wird genauso laufen wie die Karriere mit Liverpool und mit Dortmund. Das heißt, wir haben 2 Premier League-Karrieren parallel nebeneinander laufen. Es kann sein, dass ich mich spontan doch noch umentscheide und mit Ingolstadt mache, aber wahrscheinlicher ist es mit Bournemouth, was einfach daran liegt, dass ich zu viel Bundesliga gespielt habe und dass ich auch gerade auf Twitter die Resonanz bekommen habe. Macht bloß nicht mit Ingolstadt. Ja, da könnt ihr in der ersten Episode nochmal euren Senf dazu dalassen, aber zunächst einmal natürlich in dieser Episode einen Daumen nach oben dalassen, würde ich mich drüber freuen, 1000 Likes. Für die eventuell letzte Episode können wir vielleicht nochmal die 1500 Likes anstreben, wir haben vor allem richtig kranke Transfers nochmal dabei, vielleicht packen wir das, würde ich mich tierisch drüber freuen. Ja, dazu gibt es auf jeden Fall Links zu IG Vault in der Videobeschreibung, Rabattcode MaxGamingTV für 6% auf eure Bestellung, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, alles mal auschecken und wir simulieren weiter bis zum Spiel gegen Gladbach. Ohne die 2 Leistungsträger, Reus, der ja verletzt ist für die nächsten 8 Wochen und Aubameyang, der rot gesperrt ist gegen Borussia Mönchengladbach. Die spielen 3-4-1-2, zuletzt Siege gegen Bremen und Leipzig und unentschieden gegen Stuttgart. Mal sehen, mit welcher Aufstellung sie spielen. Raphael Schindler, Saar, Johnson, Sezer, Brandenburger, Hahn, Stranzel, Nordwald und Janschke zusammen mit Sommer. Raphael macht das 1-0, das ist gar nicht schön. Wir dürfen nicht im Pokal so früh ausscheiden. Çalhanoğlu mit dem 1-1, Nordwald verletzt sich. Lukaku macht das 2-1, sehr schön, wir sind also erstmals in Führung in dieser Partie, das ist ganz wichtig. Wir müssen jetzt aber nachlegen und das 3-1 erzielen, damit wir hier den Sieg davontragen können. Lukaku macht das 3-1 und da ist die Entscheidung in der 81. Minute. Maximovic kommt noch für Nordwald, aber wir gewinnen trotzdem und sind damit im Halbfinale. Sehr geil. 1 Million Euro haben wir bekommen und jetzt gibt es das nächste sehr schwere simulierte Spiel gegen Wolfsburg und vorher motivieren wir unsere Mannschaft. So, nächster Brocken, diesmal wieder zurück mit Aubameyang, allerdings ohne El Shaarawy. Dafür steht Ben Yedder auf der 10 und Eriksen geht auf links. Dazu gibt es noch Oxford, der in die Innenverteidigung rückt für Dragovic. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier laufen wird. Zuletzt unentschieden Sieg gegen Augsburg und Niederlage gegen Schalke. Spielen ja in einem relativ gewohnten System mit gewohnten Spielern. Bendtner ist noch da, das ist sehr schön. Oxford bekommt die gelbe Karte, ansonsten bisher noch nicht viel passiert. Er dürfte damit gesperrt sein übrigens für die nächste Partie durch 5 gelbe Karten oder vielleicht sogar schon 10, ich glaube aber eher 5. Lukaku und Kruse treffen gleichzeitig zum 1-1. Oxford bekommt gelb-rot. Das ist für die Form nicht gut und wollte ich auch ungern sehen. Da sitzt hier ein 4 auf meinem Bildschirm. Ich glaube, es hackt. Wahnsinn. 80 Minuten durch, noch nichts passiert und es bleibt beim 1-1. Na gut, das ist nicht super, aber das ist auf jeden Fall in Ordnung. Auswärts in Wolfsburg. Schade aber um Oxford. Training in dieser Episode zum ersten Mal und Paslak steigt direkt mal Horn mit einem A, bei dem wollte ich das Training eigentlich ändern, aber in Ordnung. Ansonsten sehr, sehr schöne Ergebnisse an sich. Die 2Ds müssen nicht sein, aber sind in Ordnung. Die Auswärtsspiele nehmen gar kein Ende mehr. Jetzt geht es gegen Legia Warschau. Die haben sich in der Gruppenphase relativ souverän durchgesetzt, wie es scheint, haben gegen Mechelen, Everton und Monaco gewonnen, spielen 4-4-2 und müssen jetzt gegen unsere Dortmunder Wand bestehen. Hüsey spielt unter anderem, Dragovic ist zurück, Castro und Bender sind neu drin, Dembele, El Shaarawy, Çalhanoğlu, Jovetic, eigentlich eine totale B11. Und bei Legia kenne ich keinen außer Berezinski. Das ist
Mein Ausrufezeichen, aber bisher noch nichts passiert. Çalhanoğlu mit dem 1-0, der trifft in letzter Zeit auch immer häufiger, was sehr, sehr schön ist. Es scheint angekommen zu sein in Dortmund. Ansonsten hat man von Legia noch nichts gesehen, außer einer gelben Karte für Jorgovic oder Jorgio, wie auch immer ausgesprochen wird. Und auch nach 80 Minuten bleibt das wohl so. Und wir gewinnen zum dritten Mal das Auswärtsspiel in dieser Episode. Und alle drei simuliert. Das ist natürlich herrlich vor dem Kracher gegen Bayern. Wir verlängern unseren Kontrakt mit der türkischen Nationalmannschaft um ein weiteres Jahr. So, und jetzt geht's ins Topspiel gegen den FC Bayern München. Wir haben ein paar Überraschungen in der Startelf, da sollen Sie davon abhalten, hier zu gewinnen. Ich bin gespannt, wie es laufen wird und wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns nach der Partie hier gleich wieder. Da sind wir in der Allianz Arena. Es ist Topspielzeit gegen den FC Bayern München und wir sehen, die Busse sind versunken im Schlamm und wir sehen, auch ansonsten sieht das, naja, nicht so hübsch aus. Aber so ist es ja von außen bei der Allianz Arena. Ich war ja da, ich kann es ja beurteilen. Ah, die Bayern-Fans sind bereit, sie sind Dritter und sie wollen ein bisschen aufholen, aber das sollen sie im Idealfall nicht schaffen, nachdem wir ja schon gegen Leverkusen verloren haben. Bayern wollte Horn sehr gerne haben und wir haben Nein gesagt, deswegen ist weiter Neuer da. La Martinez, Benatia, dazu haben wir Bernat, Arturo Vidal, Pogba, Koma, Joshua Kimmich, Arjen Robben und Thomas Müller. Immer noch eine sehr starke Elf, auch, obwohl einige Spieler bei denen hier abgegangen sind. Hier sehen wir schon so ein bisschen unsere Startelf. Wir sehen einige Top-Faces. Und vor allem Real Faces. Das liegt daran, dass wir mittlerweile kranke Spieler haben. Horn, Paslak, Hüser in der Innenverteidigung heute mal mit Dragovic, Ricardo Rodriguez auf links, davor Özyakup, zusammen mit Isco, Aubameyang, Jovetic, Eriksen und Romelu Lukaku. Jovetic kann auch Zehner und soll das heute mal machen, aber Ben Yedder ist auf der Bank, keine Sorge. Und auch Emre Mor ist heute mal wieder mit dem Kader und wird auch seine Spielzeit bekommen. So, damit würde ich sagen, legen wir los, nochmal Vogelperspektive und dann starten wir rein in diese Partie. Drei Punkte, vamonos. Ball auf Jovetic und Neuer ist da. Das war die erste schöne Chance. Och, jetzt kommt Eriksen da nicht mehr ran, aber Jovetic holt sich den Ball nochmal. Flankt auf den zweiten Pfosten und da steht Özyakup. Aubameyang kommt nicht mehr ran. Aber schon sehr energische Anfangsphase hier. Oh, Jovetic steht im Weg. Das wäre ein richtig guter Pass für Eriksen vielleicht geworden. Ah, faul an Eriksen übrigens ist der heute natürlich ganz besonders geworden als Spielmacher auf Außenposition. Bayern hat bisher die wenigsten Gegentore kassiert, wir haben die meisten geschossen, also auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. Bisher stehen wir defensiv sehr sicher, Bayern kommt gar nicht nach vorne, aber das war gegen Leverkusen auch so und die haben gewonnen, das darf uns heute natürlich nicht passieren. Mal sehen, ob aus dem Freistoß irgendwas werden wird. Dragovic ist da, aber der geht leider vorbei. Und da war direkt die erste richtig gefährliche Chance durch Kingsley Coman, die aber zum Glück vorbeifliegt. Oh, Jovetic geht da durch. Wie sonst was. Richtig gut gemacht. Aber jetzt im 16er ist die große Frage, gibt es Elfmeter? Und es gibt den Elfmeter. Sauber reingedreht. Sehr klug gemacht. Ich wollte nur den Elfmeter gegen Javi Martinez, der da hinterhergehalten war. Und Jovetic holt den raus. Ganz, ganz stark. Gelbe Karte für den Spanier. Und die große Chance für uns in Führung zu gehen. Und normalerweise muss das Lukaku machen. Allerdings kann Jovetic so gut Elfmeter, das weiß ich. Muss nochmal gucken, wer das da machen wird. Ganz anders. Zwar hat die besten Werte der Kollege Jovetic, der gefaulte Lukaku schießt nicht, also macht Aubameyang 1-0. Ich kann nicht so schreien, es ist Nacht. Aber Pierre-Emerick Aubameyang mit dem 1-0 für Borussia Dortmund mit seinem ersten Tor, seitdem er wieder da ist im Dress des BVB. Neuer bleibt wie immer irgendwie die Keeper dieses Jahr stehen, hat keine Chance diesen Ball zu halten und wir sind in Führung in der Allianz Arena. Sehr geil. Ey, was soll man dazu sagen? Timo Horn patzt bis zum geht nicht mehr. Der Schuss war gefährlich, ja, aber den... Ach, sorry, aber das ist so FIFA-Bullshit einfach nur. Mein Gott. Halbzeit in der Allianz Arena, ich bin angepisst über dieses 1-1, weil es halt einfach überhaupt nicht sein musste. Oh, so ein dummes Gegentor. Abfuck bis zum geht nicht mehr. Pogba. Einfach nur nervig. Einfach nur nervig. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber aufregen sollte, weil es kein Freistoß war. Ich weiß, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber da hast du schon gesehen, dass der Ball reinfliegt. Keiner steigt da hoch. Fuck my life. Dafür auch noch gelb zu geben, ist so ein absoluter Scherz. Ich meine, er spielt den Ball. So, Jovetic geht erstmal raus, Pogba übrigens anscheinend auch, oder auch nicht, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall geht Jovetic raus, der Hut kommt dafür rein, Disco geht auf die 10, und bei Bayern anscheinend passiert da nichts und Pogba wurde einfach nur eingeblendet, weil,
EA dicke Eier hat. Eriksen mit einem schönen Solo-Lauf. Die Flanke ist aber kacke. Mann. Iskos Ecke Rodriguez auf der Linie natürlich geklärt. Da steht einer auf der Linie. Na klar, warum auch nicht? Mittlerweile ist Lewandowski drin. Komm, schrupp ihn um. Sauber. Kannst du mal deinen Arsch bewegen, Passlack? Ich bitte. Oh Gottes Willen, Alter. Meine Güte nochmal. Wir liegen zurück, Leute. Ihr müsst nach vorne rennen und nicht hinten stehen bleiben, wenn wir den Ball haben und einen Konter spielen können. Jetzt Özyakub, jetzt vielleicht die Chance. Durch auf Mahmoud. Dahoud eingewechselt. Dahoud! Da ist der Ausgleich. Jawohl. Na also, es funktioniert einmal was nach vorne und ausgerechnet der deutsch-syrische Youngster macht hier den Ausgleich gegen Manuel Neuer. Eigentlich bei uns ja so gut wie ausgemustert, aber jetzt der Pass hier von Dragovic, der den Ball erobert. Ich glaube zumindest, dass Dragovic war, das war Özyakub. Ich glaube, es war Özyakub. Ja, und dann schiebt er den vorbei an Neuer. Sehr schön zum 2:2. Jetzt nochmal weiter pressen und gut ist. Freistoß, 87. Minute, gute Position an sich, vielleicht ein bisschen weit weg. Benatia bekommt die gelbe Karte, damit sind beide Innenverteidiger verwarnt und das ist eine Position für Rodriguez, den habe ich aber gerade ausgewechselt. Deswegen wird es wer anders machen. Wer kann denn hier Freistöße? Oh, Ozan Özyakub, übrigens habe ich immer noch nicht den Kommentator ausgeschaltet, fällt mir gerade ein, mache ich vom nächsten Spiel auf jeden Fall. Özyakub, lange, lange Distanz, schade. Ja, hat man schon eigentlich an der Schussleiste gesehen, der war zu stark. Shit. Nein, komm, verpiss dich bitte einfach. Verzieh dich bitte einfach. Bitte, Philipp Lahm. Nicht du auch noch. Nicht Philipp Lahm. Oh, Gott sei Dank. Und das war die letzte Aktion. Unentschieden gegen den FC Bayern München. Das zweite Topspiel in der Bundesliga, diese Episode. Und das zweite Mal spielen wir auswärts 2:2. Ist in Ordnung, wenn man bedenkt, dass wir in München spielen. Nicht in Ordnung, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich total überlegen waren und Bayern eigentlich nur diese eine wirkliche Gelegenheit hatte in der ersten Halbzeit. Die zweite war ja, oder ja, gut, zwei Gelegenheiten haben sie ja beide genutzt. Ja, spielerisch war wieder zu wenig, aber vielleicht mit einer Systemumstellung. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren im nächsten Spiel gegen Warschau zu Hause. Vorher aber nochmal Training und unter anderem für Dahoud, der gerade der ja sozusagen Matchwinner war. Und ich habe wieder Horns Training umgestellt, Mann. Auf geht's gegen Legia Warschau, zweite Partie im 16. Finale, ich habe keine Ahnung, welche Runde das ist, der 32, müsste also 16. Finale sein. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier laufen wird und ich bin gespannt, wie unsere neue Formation funktioniert, denn wir spielen tatsächlich mit Doppelspitze. Ich würde sagen, wir gehen rein, ich wünsche euch viel Spaß und auf geht's! Wenn ich sowas sehe, könnt ihr schon wieder im Strahl kotzen. Regen im Signal Iduna Park, sowas willst du nicht sehen. Aber gut, gegen Legia wird es wohl irgendwie so reichen, hoffe ich zumindest. Borussia, Horn, Bender, Oxford, Mustafi, Hüsey, Dahoud nach seinem Tor in der Startelf mit Gastro, Sharawi, Dembele, Ben Yedder und Emre Mor vorne drin. Interessant auf jeden Fall. Und auch bei Warschau kennen wir wieder niemanden, die gerade schon. Obwohl Adam Duschek ist dazugekommen, den kennt man, aber der war gerade glaube ich noch nicht drin. Die ersten Sekunden der Partie und Dembélé ist direkt mal im Duell mit Alexandrov und gewinnt das. Vielleicht kann das ja direkt der erste Weg sein vorbei an Adam Luschek. Ah, und im 16er dann vielleicht ein bisschen zu schnell, aber er holt sich den Ball nochmal wieder. Jetzt der die Flanke und kommt er ran. Nein, denn Rzeszniak ist da. Dahoud hat viel Wiese vor sich. Dembélé wäre mir da lieber gewesen. Der ist nämlich schneller, aber auch er ist schneller als Adam Chlusek. Oh Gottes Willen, was war das denn für eine Flanke? Schon wieder Dahoud auf der Außenbahn. Was auch immer er da macht, diesmal mal nicht einen Fehler direkt zu flanken, sondern geh mal hinten rum. Da steht Usman Dembélé. Wir ziehen mal ab mit dem linken Fuß. Richtig schöner Versuch. Und da hat Rzeszniak, wie Leute denken konnten, dass Blaszczykowski schwer wäre, ne? Auf jeden Fall Probleme, aber es gibt einen Eckball. El Sharawi und Bender ganz knapp vorbei. Ah, das hätte sein können. Emre Mor, Wissam, Ben Yedder und der ist sehr, sehr agil und wendig und zieht am Tor vorbei. Ja, wir sind so überlegen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es 1-0 gefällt.
Oh, Emre Mor. Sehr, sehr gut da außen durchgesetzt. Oh, wie stark der in die Mitte geht. Das muss es sein. Das muss es sein. Emre Mor 1-0. What the fuck? Was war das denn? Richtig stark. Der hat ein 62er Rating, Freunde. Wie gut war das gemacht? Hier über das Tackling hinweg und dann im 16er die Ruhe bewahrt und eingeschoben. Klasse Tor von Emre Mor. Kleiner Freestyle noch dabei. Richtig nice. 1-0. Sehr schön. Wir sehen es oben links. El Sharabi war verletzt. Das heißt, ich werde ihn zur Halbzeit auf jeden Fall rausnehmen. Ich bin immer geschockt, wenn solche ersten Chancen entstehen. Was zum Fick? Und Horn hält richtig Weltklasse dieses Mal. Aus dem Nichts. Also was hier Fouls sind, das ist unglaublich. Also das war doch offensichtlich erstmal bei dir gespielt. Und warum kriege ich die ganze Zeit den verletzten El Sharabi angewählt? Oh wei, oh wei, oh wei. Dahoud mit der Balleroberung. Und jetzt rollt die Maschinerie in den Lauf von Wissam Benyed. Oh Mann. Zweite dicke Chance vergeben. Was mit dem los plötzlich? Halbzeit und wir wechseln erstmals aus. Stefan El Sharabi geht wie angekündigt runter. Christian Ari Eriksen kommt rein und wird uns hier hoffentlich helfen. Da war gerade eine Mücke. Das mag ich ja gar nicht. Erste gute Aktion im zweiten Durchgang. Und zwar von einem, von dem man noch gar nichts gesehen hat. Das ist Castro. Und er schlägt auch gleich die Ecke auf Emre Mor. Und der kann plötzlich auch noch köpfen. Was ist denn hier los? Nein. Oh mein Gott, Emre Mor, du Legende. Was geht denn hier plötzlich ab mit dem? Das ist ja unglaublich, wie der sich hier gerade aufspielt. Bender mit der Flanke. Was ist denn Belé? Nee. Es stand für mich recht früh fest, dass ich Mor zur Halbzeit rausnehme und dafür Jovetic bringe. Aber jetzt war der so stark, dass Jovetic einfach für Benja da gekommen ist und Mor vielleicht direkt den nächsten Konter nehmen kann. Aber der Abschluss war zu scheiße. Als letzter wechselt jetzt Çalhanoğlu drin und gerade pusht Legia ein bisschen nach vorne. Warum ist der so frei? What the fuck? Was für ein unfassbares Gegentor. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sag noch, warum ist der so frei und dann sowas? Egal, jetzt müssen wir kontern. Trotzdem, Traumtor. Boah. Oh mein Gott. Oh, der Junge ist sowas von agil und klein und wendig. Das ist geil. Eriksen auf Jovetic. So stark gemacht, oh mein Gott. Hashtag herrlich. Stefan Jovetic nach Einwechslung mit der Entscheidung hier im Signal Iduna Park. Naja, Vorentscheidung zumindest. Eriksen mit der Balleroberung, dann der Pass in die Spitze und wie Jovetic das macht. Bam, einfach nur geil. Richtig schönes Tor von unserem montenegrianischen Stürmer. Klasse Ding. Das war ja wohl hoffentlich Abseits. Es war kein Abseits. Wieso stehe ich so offen? Dembele mit einem richtig starken Solo. Jetzt raus auf Christian Eriksen. Oh, den habe ich schon drin gesehen. Schade. Und es ist Schluss im Signal Iduna Park. Wir gewinnen 3-1 gegen... Nee, 2-1. Entschuldigung, was für ein Quatsch. Wir gewinnen 2-1 auf jeden Fall gegen Legia Warschau und ziehen damit ein in die nächste Runde der Euroleague. Und zwar ins Achtelfinale. Müsste das ja sein. Die Fans sind sehr zufrieden mit dieser Leistung. Ich bin es auch. Ganz starke Vorstellung von uns mit einer kleinen Schwäche, mit einem kleinen Manko. Stefan Jovetic nach Einwechslung und Emre Mor erfolgreich. Unser Sturmduo ganz, ganz stark empfiehlt sich für weitere Aufgaben. Allerdings waren das ja vorerst die letzten beiden gespielten Spiele. Von daher vielleicht ein bisschen schade, dass er es jetzt passiert ist. Aber der Bournemouth-Karrieremodus ist nicht so geplant, dass da nur realistische Transfers gemacht werden sollen, weil ich will den Verein wirklich zur absoluten Dynastie aufbauen, also dass wir ein absolutes Empire errichten. Und von daher, wer weiß, ob da vielleicht nicht ein oder zwei von diesen Spielern auftauchen werden. 3 Wochen fällt er aus. Also langsam gehen uns die Flügelspieler aus. Was rede ich hier eigentlich von Flügelspielern? Langsam gehen uns allgemein die Spieler aus. Vor allem, weil wir nur 2 Tage Pause hatten und gleich schon wieder nur 2 Tage Pause haben. Wir spielen gegen Freiburg zu Hause, die zuletzt unentschieden verloren haben. Aber unentschieden gegen Schalke und Bremen sind nicht so schlecht. Aber nach 2 Minuten sagt Aubameyang, nein, ich bin wieder da und mache direkt mein 2. Tor im 3. Spiel nach meiner ersten gelb-roten Karte und meinem Tor gegen den FC Bayern. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Mal sehen, wie es hier weitergehen wird. Nach 45 Minuten erstmal noch nichts passiert. Nach 60 Minuten werde ich auf jeden Fall auf Y drücken und damit das Ende herbeirufen. Und wir spielen am Ende 2-0. Aubameyang trifft sogar doppelt. 3 Spiele, 3 Tore. Ist das geil. So, Training darf natürlich nicht fehlen, wie immer. Und wir haben ein Upgrade bei Reece Oxford und bei Timo Horn auf 86. Das ist sowas von krank, wie der sich entwickelt, wenn er immer noch vielversprechend ist. Wahnsinn. Wir spielen hier mit einer 11 gegen RB. Das ist
unglaublich. Auswärts. Die haben zuletzt verloren gegen Schalke und Bayer, davor gewonnen gegen Hamburg und wir spielen mit absoluter B11. Wir dürfen eigentlich nicht wieder verlieren, aber vielleicht passiert es hier als letztes Spiel, als Abschluss dieser Episode. Park Yo-ho, erstmals Rechtsverteidiger. Bender und Hüser, Innenverteidiger, beide nicht gelernt. Wandowski eigentlich Mittelfeldspieler auf der Linksverteidigerposition. Davor Castro und Dahoud, Eriksen, Pulisic, spielt mal wieder Lukaku und Aubameyang. Moore ist leider noch nicht fit genug, um wieder zu spielen. Der ist absolut broke. Eieiei, und die spielen mit Selke, Bruno, Forsberg, Kaiser, Demme, Ilsanker, Halzenberg, Comper, Nukan, Teigel und Gulaschi. Haben also gar keine Spieler dazugeholt, obwohl sie das Geld haben. Und nach 25 Minuten ist noch nichts passiert. Ich werde das Spiel übrigens durchlaufen lassen. Das ist mir irgendwie sicherer bei Auswärtsspielen. Und wir führen mit 1-0 durch Lukaku und sind in der Überzahl, weil Ilsanker gelb-rot bekommt, bereits nach 42 Minuten. Çalhanoğlu für Dahoud, Jovetic für Aubameyang, Dragovic für Eriksen. Und nach 82 Minuten steht es noch 1-0 und wir gewinnen. Sehr, sehr schön. Gegen RB Leipzig das Rückspiel. Orban und Paulsen sind da reingekommen, aber es hat nichts gebracht. Herrlich. Damit sind wir weiterhin Tabellenführer und das war der Abschluss oder das Abschlussspiel dieser Episode. Und nach 24 Spieltagen, passt ja auch wieder zur 24. Episode, war es dann erstmal das mit der Borussia Dortmund Karriere. Zumindest vorerst, bis ich aus Malta wieder da bin. Dann geht es langsam auf FIFA 17 zu und dann werden wir noch diese Karriere hier beenden. Ich hoffe, das hat euch gefallen hier heute. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. 1500 Likes zum Abschluss dieser Karriere, beziehungsweise zum vorerst Abschluss dieser Karriere. Wären richtig, richtig geil, würde ich mich tierisch drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder mit meiner Karrieremodus von Liverpool oder vom AFC Bournemouth, beziehungsweise Ingolstadt, aber eher Bournemouth. Würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da auch vorbeischneidet und auch da die Likes da lasst. Schaut bei IGVOL, Twitter, Instagram, Facebook und Snapchat vorbei und dann sehen wir uns bald wieder. Passt auf euch auf, macht's gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.